Und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal, mal wieder zurück zur PlayStation und ein ganz, ganz neues Let's Play. Wie ihr schon seht, Daisy ist endlich für die PlayStation raus. Endlich. Um 0.05 Uhr habe ich es mir gekauft, gleich 5 Minuten nach Release. Es ist einfach brutal geil. So, möchtest du das Basics Basis Tutorial ansehen? Ja, wir hauen mal in das Tutorial rein. So, hier haben wir Durstanzeige, Hungeranzeige, Temperatur, Blut- und Lebensanzeige, Standard wie am PC. So, Nahkampf. Halte L2 und drücke R2 für einen normalen Schlag. Halte L2 und drücke dann für einen harten Schlag. Dreieck, okay. Nahkampf mit langen Waffen, okay. Um eine Schusswaffe abzufeuern, halte L2 gedrückt und drücke R2, um über Kimme und Korn zu zielen, drücke R3, um Zielfernrohr zu wechseln. Drücke rechts. Für Schusswaffen gibt es eine Reihe von Zubehör, okay, ja. Infizierte Umgebung, okay, das werden wir alles noch mitkriegen. So, gehen wir mal auf Optionen. Haben wir mal alles eingerichtet. Gesamtlautstärke, das war mal so an. So anwenden, so, okay. Dann schauen wir mal, das war mal ins... Achso, ja, okay, das war mal ins Spiel reinkommen. So, gehen wir mal auf Steuerung. Okay, jetzt werden wir noch alles rausfinden. So, einmal auf Spielen und dann geht's los. Ja, was kann man dazu sagen? Daisy, ein Survival Game der Extraklasse. Angefangen hat es mal mit Arma 2, dem Daisy Mod. Und ging dann weiter auf Arma 3. Dann ging es weiter mit der Standalone. Die kam die Early Access 2012, glaube ich, raus, oder 2011. Weiß ich nicht mehr ganz, die Early Access. Und ist seit diesem Jahr aus der Early Access raus. Ist jetzt in der Alpha endlich. Ein Rekord eines Spiels. 8 Jahre hat es gebraucht für die Early Access, um in die Alpha zu kommen. Und jetzt hat es doch endlich auf die Konsole geschafft. Im März gab es auf der Xbox One. Und jetzt seit 29. Mai endlich auf der PlayStation 4. So, genug geredet. Wir gehen in die Spiele rein. Schauen. Haben wir irgendwas Gutes? So hoch, voll. Gehen wir mal auf Niederlande. Ne, wir gehen Amerika, Europa. Volle Server ausblenden. Favoriten zeigen. Host A bis Z. Voll bis leer. So. Server aktualisieren. Gefundene Server 221. Jetzt muss ich mir den Server aber auch zeigen. So. Plätze 60. Wir gehen mal auf New York. Ist das Niederlande NL? Ja, ne? Ist Niederlande. Okay, wir gehen einfach mal irgendwo auf einen hohen Server. Wir gehen mal auf First Person Only. Oh, das ist gut. First Person Only. Gehen wir hier auf den und gehen wir mal als Favoriten markieren und hauen uns auch gleich mal da drauf. Oh, Position der Warteschlange. Oh. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Okay. Spielen. Den werden wir mal rausnehmen. Wir gehen mal auf den da, der ist moderat. So, einfach mal so, um reinzukommen. Position im Warteschlange 1. Okay, das ist noch optimal. So, jetzt geht's schon los. Ich muss so viel reden. Es tut mir wirklich leid, dass ich so viel reden muss. Aber es muss einfach sein, ich bin so aufgeregt. Ich bin einfach so aufgeregt auf Daisy auf der PlayStation 4. Es ist einfach... Weiß nicht, ein Traum wohl war, kann man das so sagen. Ich habe das damals immer versucht, auf PC zu spielen. Aber es hat irgendwie nie funktioniert. Und jetzt haben sie die Performance halt besser gemacht seit letztem Jahr. Und seitdem läuft es auch oft bei mir auf dem PC. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin glücklich, dass ich jetzt einfach spielen kann, ohne dass ich... Boah, wie ist das? Ich mach mal Licht aus, einen Moment. Ich sehe absolut gar nichts. Hat man hier auch irgendwie... Spiel, Sichtfeld.
Okay, man hat keine Helligkeitseinstellung. Okay, da ist mein Inventar, okay. Okay. Man kann ja also mit Leuten reden. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Es ist einfach viel zu dunkel. Ich sehe einfach gar nichts. Leuchtstab, ja super. Ah, Leuchtstab brauche ich natürlich nicht. Sieht hier absolut nichts. Aber ich hoffe, dass es bald Tag wird. Ich weiß nicht, ob es auch eine Karte gibt. Es ist einfach schweinedunkel. Mal die Dings ein bisschen runtersetzen wieder. Sieht man wenigstens etwas. Aber ist auch nicht gerade die Welt. Also mir lockt es nur Zombies an. Aber was soll ich jetzt tun? Ich muss irgendwas sehen. Da ist einfach nichts zum Looten. Nichts. Boah, das bringt mir noch nicht weiter. Wäre zwar ein Anfang gewesen, aber ich glaube nicht, dass es mir hilft. Orientierungskompass, na, das bringt mir nichts.
Baseballmütze schon mal hin was. Ein Kapuzenpullover. Kann ich ihn hier ablegen? Aha, okay. Es wird nämlich Tag. Freunde, es wird Tag. Und ich gehe jetzt einfach mal irgendwo hier rein. Und schauen wir den ganzen Scheiß hier mal an. Gruselig. Ich glaube, in der Baustelle werde ich nie was finden. Oh. Gerade was gehört, oder? Kann das sein? Oh oh. Ja, da vorne. Wir bewegen uns gleich mal weg von dort. Oh.